Ah, du bist weiter. Ich bin 2 Zehnter. km/h, 33 Grad hat die Strecke, 22 die Luft bedeckt. Oh, da hat vor mir jemand einen Start gemacht, wie ich sonst. Ja, wenig FPS. Ich habe ganz wenig FPS. Das schiebt gerade der. Jetzt habe ich wieder FPS. Hui, hier sind die Curbs ein bisschen höher. Abgeflogen. Alles gut. Die Beulen müssen da ins Auto. Für die Aerodynamik. Ganz wichtig. Denk dran, hier vorne musst du bremsen. Ah, ne, hier noch nicht. Okay, wieder aufs Gas. Ich dachte, das hier wäre schon der. Die Kurve da hinten eventuell anbremsen. Mir schiebt einer. Die hier. Quatsch. Hier. Ja, ich weiß es nicht, aber das erste Mal. Welchen Platz hast du? Ich bin hinter den zwei Sierra. Und eigentlich müssten die jeden Moment abfliegen. Zumindest wenn man ein bisschen reinfährt. Hier bremsen. Einzige, der abfliegt, bin wieder ich, ich dem hinten drauf fahre. Gut, dass ich Allrad habe. Kann ich ja auch die landschaftlich schönere Strecke wieder Die durch Sonne die blendet hier auf Schikane jeden nehmen. Fall nicht. Das hier war die, die man mal anbremsen musste. Musste man bremsen. Und zwar Das ist auch gut, frühzeitig. ja. Hier wird man auf jeden Fall ganz schön rumgewirbelt. Ja, ich merke es auch. Mit dem macht das irgendwie Spaß. Stell dir vor, du wärst jetzt eins von den armen Schweinen hier zwischen uns, die das Ganze in dem Sierra fahren müssen. Ja, vorsichtig, nicht aufs Gas, nicht aufs Gas, bloß nicht aufs Gas. Hier musste man wieder bremsen. Ah, weil die enger wird. Und es dann nicht hilft, wenn man innen noch ein bisschen auf den Curb fährt, um nach außen geschubst zu werden. Jetzt kommen sie wieder, jetzt spielen sie ihr Tempo aus. Ich bin einfach auf dem Gas. Oh ja, sie kommen. Kurz gelupft hier nur für die Kurve. Und einen habe ich Ich absolut hab's gesehen. gesehen, ja. Ich bin mich jetzt rausgetragen. Und ihn auch. Der wollte auf dem Gras überholen. Aber da habe ich den Vorteil. Immer noch ein Crossover hinter mir, oder? Ja. Die haben nur gewechselt, die Position. So, gleich kommt wieder die, wo man bremsen muss.
Ich finde, wir sollten uns mal so ein Audi Quattro mieten. Und da mal hinfahren. Du meinst kaufen? Oder kaufen. Also kaufen. Meinst du, weil wir den kaputt fahren? Ja, weil danach dürfen wir den kaufen. Wo ist die KI hin? Hinten ist jemand hinten drauf gefahren. Dem danach angehalten, um Versicherungsinformationen aufzunehmen, aber der Schuldige hat Fahrerflucht begangen. Ah, Rasen. Wolltest du auf YouTube? Ich bin tatsächlich sehr weit draußen. Hui. Wann hast du das letzte Mal die Bremse benutzt hier? Bei der YouTube-Kurve. Okay, weil da habe ich auch keine Bremse benutzt. Hier habe ich wieder gebremst. Bin quasi gerade nur mit Gas, nicht Gas, Gas, nicht Gas durch. Oh, das war zu viel Gas. Hatte ich gemerkt. Du das? Nein. Doch. Okay, dann passe ich ja auf. Sehr freundlich. Ich wollte dich durchlassen, weil ich dachte, du wärst schneller. Du fährst tatsächlich langsamer als ich. Weil ich die Kurve halt so doof von innen angefahren habe. Deswegen musste ich auf der schön auf der Bremse steigen. Du bist schneller als ich hier. Weil ich dich in der Kurve davor ausgebremst habe und dann mehr Schwung durch die danach genommen habe. Oh, gab noch einen Gang. Nächsten? Mhm. Nummer 250. 244. 45. Da bin ich jetzt schneller als du. 46. Komm wieder ran. Deine Bremslichter leuchten bei mir auf? Nö. Ich stand immer noch jetzt. Nee, keine Bremslichter bei mir. Was war denn das? Unfähigkeit und zu dumm zu bremsen. Du bist hinter mir schon wieder? Ja. Bin ich da, glaube ich, noch nie durchgekommen. Ah. War immer noch schneller als ich. Dafür bin ich da besser durchgekommen. Den ganzen Schwung mitgenommen. Ich bin nicht vom Gas gegangen, ich bin einfach drauf geblieben gerade, die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen vom Gas gegangen vor der Kurve. Und dann durch. Oh! Hier muss man bremsen, ne? Ja. Also muss man nicht, aber es hilft. Sollte man. Hochschalten sollte man auch. Hier muss es doch gleich bremsen. Ja. Und jetzt wird es hier immer enger. Ah! Achtung, 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 ich komme von der Seite. Ja, so ungefähr habe ich die von auch genommen, aber nicht, ich bin nicht darüber. Kommst du raus? Ja. Ich habe die KI noch gestoppt, sonst wäre sie vorbei. Dafür habe ich jetzt stromlinienförmige Motorhaube. Ich sehe dich. Meiner hat einen Knick. Meiner auch.
Hab eine Sekunde verloren. Ich war 12 Sekunden schneller. Ah, die KI schiebt. Nicht der Cosmos hinter mir? Natürlich nicht. Meinst du, der übersteht eine ganze Runde? Wir sind ganz vorne dabei, solange sie den Wagen auf der Strecke halten. Aber mehr als eine Runde? Oder eine ganze Runde? Hier sind die wieder alle schneller. Ah, hier ist erstmal bremsen. Hast du Kaffeefahrt? Bisschen langsamer, ja. Siehst du mich schon wieder? Ich, ja. Ich hab jetzt Gas gegeben auch. Du bist immer eine Kurve vor mir. Wenn ich hochschalte, komme ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen näher. Ich glaube, da war was im Rückspiegel, aber du musst dich beeilen, hinter dir löst sich alles auf. Ja, ja. Du bist ja ziemlich exakt auf der Grenze. Ja, lupfen reicht. Ich hab auf. Na gut, ich hätte runterschalten können noch. Ich war auf 180, irgendwas mit 180 runter. 189 bin ich durch. Es kommt ungefähr hin, aber ich hätte noch runterschalten müssen danach, um wieder zu beschleunigen, weil ich bin dann wo kommt die KI plötzlich nicht wirklich her? Schneller geworden. Bevor die KI wieder nah dran ist, geht meine FPS-Zahl runter. Das sehe ich wirklich. Aber du hast keine Spider-App, oder? Nee. Das geht noch. Das ging ja das wahrscheinlich gar nicht. Die Reifen bauen langsamer. Müssen wir vielleicht mal weniger KI einstellen oder irgendwie sowas. Das geht noch, das geht noch. Das ist halt. Ich merke, dass es immer unterschiedlich ist. Also ich weiß schon mal, dass die linke Seite nicht mehr fürs Siegerfoto taucht. Allerdings befürchte ich, dass vorne definitiv nicht. Ich befürchte aber, dass die rechte auch was abgekriegt haben könnte. Also vielleicht Fotos nur von hinten? Musst du mal nachgucken. Ich nähere mich. Aber da kann man richtig schön auf die Bremse gehen, wenn man unten ist. In diesem kleinen Loch. Und von hinten siehst du ganz gut aus. Aber vielleicht hat das Loch noch nicht richtig geladen. Okay, damit hat sich die rechte Seite erledigt. Ich bin hinter dir. Ah, bremst du? Nö. Meine Bremslichter leuchten bei mir. Ist das vielleicht eine Lot-Sache? Ah, nee, ich glaube, das ist die Sonne. Welche Sonne? Die nicht vorhandene. Jetzt läuft's wieder. Ah, jetzt kommst du, glaube ich, wirklich. Das Gloss von den Lampen leuchtet ein bisschen heller auf. Secular Light. Ich sehe dich quasi überhaupt nicht, wenn das zu weit bergauf geht.
Dann schaffe ich nur 242. Weil die dahinter verschwindet ja alles. Und wenn du dann quasi gegen den Horizont bist, ist dein weißes Auto vor dem Nichts. Diesmal richtig bremsen, Scruffy, denk dran. Sieht ganz gut aus. Und hier nicht? Mann, das würde ich auch gerade machen. Ah, ich krieg noch ein paar Hütchen. Krieg doch! Plank! Ah. Stage complete. Also merkt ihr mal bitte, dass ich den Audi mag. Okay, also GT3 Audi. Also einfach unten auf die Schwierigkeit achten, wenn es mehr als wenn's drei Striche sind, Finger weg. Bei zwei Strichen vorsichtig und auf die Traction Control und ABS gucken. Wenn du nach links guckst zu deinem Fenster, wo der Verriegelungspin ist, wackelt der bei dir auch nach hinten manchmal? Nö. Ich hab irgend so einen Aliasing-Effekt, also ich bin unter 20 FPS. Ja, das ist das mit den Doppelbildern. Hier die Dingsberechnung. Ja. Das habe ich zwischendurch mal ein bisschen mehr, das sieht man dann. Weil wenn man denn nicht gerade guckt. Ja, bei einigen Sachen. 3 und 6 Sekunden Unterschied. Das gerade so beim Auto, vor allem wenn du halt zur Seite guckst, da kannst du das sehen. Das ist beim Propeller. Propellermaschinen und sonstiges ist das ätzend. Bei Onward, wenn du runter guckst auf die Waffe beim Laufen, sieht man das auch sehr gut mal.